Was ist das denn für eine? Gehen wir mal nach links, wo ich gerade gewesen war. Wenn sie angreift, lässt sie da so ein pulsierendes Blut, blutiges Etwas auf dem Boden. Sieht ja mal lecker aus. Ausweichen lohnt nicht, um schneller zu laufen. Oder beziehungsweise um sich schneller von A nach B zu bewegen. Was ist denn für einer? Chucky die Mörderpuppe oder was? Der Gesichtslose. Da oben ist ein Item und eine Leiter, das sehe ich. Da brauche ich auch keine Mini-Cutscene für. Wow, schmeißt er mit Dreck hier nach mir. Wow, what the? Totengräber. Sagt, war kaputt und plötzlich kotzte die Leiche dahinter diesen Blutpudding aus oder was? Hä? Ach so. Okay. Aua. Alter, ist das massiver Damage. Okay, und das mache ich inwiefern? Wie helfe ich dir? Rede ich gerade mit einem Vogel? Secret? Na, leider nicht. Hätte ja sein können. Checkpoint? Wieso kriege ich einen Checkpoint? Da kommt doch was, oder? Yeah. Was zum Geier ist... Whoa!
Okay, da kann man nicht durchausweichen. Ah, ist wie ein Schild, okay. Verdammt, ich wollte... Aua, das tat weh. Kalter Beschützer. Oh, okay, das ist ein Gegner. Streunender Kalter. Gibt's auch noch einen herumziehenden Warmen? Oh, okay. Mondsilberstein. Lass mich raten, ist einfach nur ein Stein zum Locken. Ein Schlüsselgegenstand, verbessert Waffen. Ach, eine Abkürzung. Ja, hier war ich schon mal. Okay, das ist ein bisschen komisch. Statt einfach nur Wand weg, hast du plötzlich einen Durchgang. Hast also mal eben quasi dir ein Tor, Tor gebaut? Nein, Quatsch. Hast nicht eine Wand eingeschlagen, sondern hast erstmal schön verziert alles. Hast du da so aussehen lassen, dass das eigentlich mit einer Tür noch versehen wäre oder ähnliches. Versehen? Egal. Aufstand der Nachtflut. Die Legende, die sich um diese Peitschen rankt, besagt, dass sie aus dem gerupften und geflochtenen Haar der geheimnisvollen Töchter der Nachtflut für rituelle Zwecke hergestellt werden. Foltergeräte, um die übliche menschliche Schmerzgrenze zu überschreiten, neue Bewusstseinszustände zu erreichen und die Macht der Nykrux frei in befreite Körper fließen zu lassen. Eine Waffe? Eine Waffe. Springe rückwärts und lasse eine Salve bösartiger Nadeln niederprasseln. Geschicklichkeit und Geist. Oh, das ist die erste Waffe mit Geist. Huh. Oh. Oh, ich sehe gerade Anforderungen unten. Ich habe mich schon gewundert. Haben die irgendwelche Anforderungen? Ja, haben sie unten. Geschicklichkeit kann ich leider gerade nicht mitbieten. Ich habe zu wenig dafür. Aber kann ich ja trotzdem mal kurz angucken hier. Ne, warte mal, was? Ah doch, 15. Okay, ich habe gerade 10. Huch, ja jetzt schon wieder, wenn du eine Waffe wechselst. Hat ordentlich Reichweite. Ist das nicht ein Kerzenständer oder ähnliches? Vom Aussehen her? Alter Falter. Ah, nicht genügend Saft. Ja, ist auf jeden Fall, wenn du eine Waffe gewechselt hast. Wenn du eine neue Waffe hast, dann hast du auf einmal kurz diese Hänger. Weiß der Geier warum. Tja.
Schätz mal, da wird wirklich wohl irgendwas nachgeladen und... Wenn das dann alles geladen worden ist oder wenn du Sachen gemacht hast, angegriffen und so weiter, danach ist dann auf einmal alles tutti. War nicht oben noch irgendwas? Ich höre immer wieder mal so ganz leise eine Spieluhr. Jetzt weiß ich wieder, wie das Wort hieß. Ja, stimmt, ich konnte ja irgendwo rechts noch lang, genau. Die Reichweite von der Waffe. Der Damage ist zwar dann eher weniger, klar, aber hey, dafür hast du eine ziemlich große Reichweite. Fauter Kalter. Na, jetzt kann ich ja einen auf... Stimmt. Castlevania. Ich hab meine Peitsche. Das war jetzt wo? War das irgendwo hier? Ich glaube, das war irgendwo hier. So ein bisschen höre ich gerade die Musik im Geiste von Castlevania. Da ist scheinbar wohl kein Gegner. Das ist Geppetto? Hat so ein bisschen eine grobe Ähnlichkeit wegen dem Kopf. Sir, allow me to assist you. Jetzt muss ich erst recht so ein bisschen denken an den, aber gut, die Friese passt nicht ganz. Oh, stay back, scoundrel. This is no place for a traveler. Gut, und von der Persönlichkeit erst recht nicht. What a boneheaded thing to do. You could have gotten yourself killed, laddie. And in my house, too. This is your abode? I know of a much safer place. You pulling the wool over me eyes, laddie? No, it is a safe place for many. A place free of scourge. For now, at least. Aye, I've heard whispers of it. But only whispers. Gives me the shivers it does. How do I know that I can trust you and the words you speak? You aren't one of those things. Perhaps you're concealing yourself. It's exactly the manner of deception I'd expect. You could be after me artifacts. Technology many would marvel at. I assure you, I am merely seeking to find my way. I suppose it's the best offer I'll get. Aye, be seeing you at the manor. Lass mich raten, ich kann bei dem irgendwelche Sachen verbessern, kaufen. Vielleicht hier sowas wie mein Stigma zum Beispiel. Vermute ich mal. Okay. Wie befreie ich die eine komische Tante da hinten? Wahrscheinlich nicht jetzt, wa? Oh, den hier kann ich benutzen. Wer ist das denn?
Okay, bye. Ach so. Hat das einen Grund, dass man diese Spieluhr hört? Du hörst das immer wieder, so ganz leise. Warte mal. Ich bin ja scheinbar mehr oder weniger infiziert. Wird scheinbar zu einer Bestie oder was auch immer. Bin ich Gascoin? Bin ich Gascoin und das ist die Spielmusik? Spieluhr? Weil ist doch in Bloodborne doch, glaube ich, auch gewesen, dass du, glaube ich, eine Spieluhr nutzen konntest, damit Gascoin kurz nichts macht. Slumhund. Entsprechend bin ich Gascoin. Okay, die Peitsche kann ich nicht dafür benutzen. Ah, stimmt, genau, warte mal. Okay. Und das Geile ist, es verfolgte mein Ziel. Und das macht auch noch mal Schaden. Die Fähigkeiten der Waffen sind echt geil. Kann man nicht anders sagen. Die sind wirklich verdammt nice. Das war zu früh. Ja, komm. Ich wollte eigentlich ein bisschen Gesundheit regenerieren, aber whatever. Den kann ich nicht benutzen. Nee. Okay, die sind nicht verfolgend. Ah, okay. Die kommen nur halt in meine Richtung. Und das sah gerade so aus, als wenn das verfolgend wäre. Na naja, gut. Gut, ja, dadurch wird die Waffe dann wieder ein bisschen schlechter. Dürfte sich bestimmt bei großen Gegnern lohnen. Denke ich mir mal. Oder bei vielen. Okay. Kein Durchgang? Warum? Wäre toll gewesen, wenn die gegenseitig Schaden verursacht hätten. An sich.
Oh, das war interessantes Tor. Ziemlich massives vor allen Dingen. Oh, da oben ist irgendwas. Ist das von dem Tor? Okay. Zwei weitere muss ich dann wohl noch finden. Wie viel lädt das nach? Ah. Okay, okay. Geht so, geht so. Alte Asche. Diese Pulver werden von Studenten der Alchemie am Institut Scientia unter der Anleitung von erfahrenen Wissenschaftlern hergestellt. Allerdings folgen sie ihren Lehren blindlings und wissen nichts von den alten Technologien, die ihnen zugrunde liegen. Keiner versteht den Prozess wirklich. Das Wissen ist der Zeit zum Opfer gefallen. Ah, was mache ich damit? Ah, okay. Stürzt nach vorne und erzeugt sofort eine feurige Explosion. Okay, das ist so eine. Wie war das nochmal? Okay. Nett. Die Munition wirkt jetzt aber dann irgendwie ziemlich sinnlos, oder? Weil jetzt habe ich da oben links eine Munitionsanzeige dann, aber benutze gar keine Pistole. Entsprechend ist die Anzeige dann irgendwie ziemlich sinnlos. In dem Moment. Die Wand geht kaputt, oder? Okay, dann halt nicht. Macht nicht gerade wenig Damage, du. Weniger als natürlich mein Special von der Waffe, aber... Oh, nett. Ach so, warte mal, das ist der Durchgang, wo ich vorhin hingelatscht bin und hab mich gewundert, dass da kein Durchgang ist. Eine Abkürzung. Na komm. Oh, zu früh wieder. Really? Na geht doch. Hat zwar nicht sich gelohnt, aber whatever. Jetzt habe ich das Zeug da reingepfiffen, mir und kill keine Gegner, ne? Auch schlau von mir.
Und gut, gestörte Frau. Und gut, wer weiß, ob momentan das überhaupt von Nutzen ist. Weil die Gegner geben ja halt nicht gerade sehr viel von diesen Nykrux oder wie auch immer das Zeug nochmal hieß. Ah, okay. Ah, das war das gewesen, was ich nicht benutzen konnte, richtig? zweihundert? What? Warum so viel? Und habe ich jetzt profitiert davon, dass ich da noch den Buff hatte? Hoffe mal, ja. Straßenherrin. Ah, ich sehe gerade, die hat in ihrer linken Hand eine abgetrennte Hand. Oder ist es die rechte Hand? Na, man wechselt so die Waffe in die andere und dann wieder in die andere. Weißt? Die wechselt Hand und Waffe jeweils in die andere Hand aus irgendeinem Grund. Wait, ist es bei dir? Ah, verdammt. Beim nächsten Gegner. Okay. Arm links, Waffe rechts. Die wechseln wirklich die Hand? Die Seiten, die Waffen? Ah, verdammt. Ja, echt? Die wechseln wirklich die Seiten. Ah, verdammt, bin ich blöd. Interessant. Da ist also eine Animation einfach... Ja, gut. Relativ schnelle, unscheinbare. Wo quasi die Hände so zusammen sind und das dann halt den Anschein hat, als würde man gerade halt... Die Hand wechseln. Ich habe meinen Beil gerade in der rechten Hand, jetzt habe ich sie in der linken. Institut Scientia Bericht. Liebe Kollegen, wie Sie sehen können, misst die Flügelspannweite dieses Kalten etwa 5,5 Meter, was einen stabilen Flug ermöglicht. Die anderen, die wir geborgen haben, haben jedoch eine verfrühte Flügelstruktur. Ich glaube, dass wir es mit einer rätselhaften Entwicklung aufgrund der jüngsten Mutation zu tun haben. Wir haben ähnliche Effekte bei vielen infizierten Individuen festgestellt. Und lass mich raten. Lass mich raten. Es hört sich jetzt schon an wie etwas aller... Auch wegen diesem alten... mit der alten Asche. Genau, die alte Asche. Das hört sich irgendwie so an, als hättest du quasi hier dann Wissenschaftler, die haben herumgespielt, weil sie keinen Plan von irgendeinem Scheiß haben, haben sie dann quasi irgendwas gemacht und das hat dann hierfür gesorgt, dass die Leute infiziert scheinbar sind und nun irgendwie mutieren und so weiter. Oh, ich sehe gerade, ich hätte da einen Blutungsdebuff da oben links. Und der würde sich auffüllen, würde ich da in dieser komischen roten Pampe drin stehen. Vermute ich mal. Töte 100 Feinde. Wait, wieso hat das eine goldene Umrandung? Haben das wirklich noch nicht so viele Leute hingekriegt? Wieso das denn? Spielen das gerade mal nur drei Leute? Glaube ich irgendwie nicht. Nein, falsche Taste. Glück gehabt.